Willkommen zu einem neuen Video von Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Heute geht es mal wieder um die Gesundheit. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Knoblauch-Zitronenkur machen könnt. Wie ihr das Getränk für die Knoblauch-Zitronenkur herstellt, zeige ich euch in diesem Video. Alles, was ihr dazu benötigt, sind Zitronen, am besten Bio-Zitronen. Sowie ein Stückchen Ingwer und natürlich Knoblauch. Des Weiteren benötigt ihr einen Mixer, um das Ganze anzurühren. Mit der Knoblauch-Zitronenkur könnt ihr euren Blutdruck senken sowie eure Arterien reinigen. Aber auch wer sich ständig müde und schlapp fühlt, seine Leber mal reinigen möchte oder auch etwas für die Schilddrüse tun möchte, für den ist die Knoblauch-Zitronenkur einfach perfekt. Denn diese Kur bringt frischen Schwung wieder in den Körper. Zwischenzeitlich könnt ihr schon mal meinen Kanal abonnieren sowie die Glocke aktivieren, damit ihr keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Bis gleich! So, normalerweise empfehle ich ja immer D3, K2, Magnesium sowie B12 täglich zu euch zu nehmen. Was natürlich auch sehr wichtig ist, denn diese Vitamine sind eigentlich die wichtigsten, die man täglich zu sich nehmen sollte. Ich habe euch diese unten auch nochmal in der Artikelbeschreibung verlinkt, damit ihr euch diese mal genauer anschauen könnt. Auch habe ich weitere Videos dazu gemacht. D3 ist zum Beispiel ganz wichtig für euren Körper, genauso wie K2, was für den Knochenaufbau wichtig ist, und B12 natürlich für das Gehirn, damit das Gehirn nicht austrocknet und ihr keine Demenz bekommt. Magnesium braucht auch jeder Körper und ist wichtig, damit der Körper das D3 überhaupt aufnehmen kann. Aber kommen wir nun zur Knoblauch-Zitronenkur. Was ihr benötigt, sind 4 Zitronen, eigentlich 3 große Knollen Knoblauch, aber ich habe jetzt hier kleinere, deswegen habe ich 5 genommen. Und ein Stück Ingwer, welches aber in diesem Fall zu groß ist, also wir schneiden uns einfach mal ein Stückchen ab. Das reicht vollkommen, um es bei euch in den Knoblauch-Zitronen-Drink reinzumachen. Des Weiteren ist es nicht schlecht, etwas Chili mit reinzupacken. Ihr könnt es gemahlen nehmen oder ihr könnt auch direkt frische Chilischoten verhäckseln in eurem Mixer. Ich nehme mal 2 mit rein, damit es nicht zu scharf wird. So, und nun fangen wir mal an, den Mixer zu befüllen. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass ihr Bio-Zitronen nimmt, denn ihr könnt das Ganze komplett mit Schale reinhauen. Natürlich solltet ihr diese trotzdem vorher waschen. Die Enden könnt ihr abschneiden. So, das Ganze kommt nun in den Mixer. Jetzt könnt ihr den Knoblauch noch grob schälen. Wenn noch Schale dran ist, ist das nicht schlimm, da wir das Ganze nachher dann komplett absieben. Schneidet es einfach in der Mitte mal durch oder viertelt es. Und haut es in den Mixer. Diese Kur solltet ihr übrigens so circa 6 Wochen lang machen. Dann eine Pause und das Ganze nach 6 Wochen nochmal wiederholen.
Also immer wenn ihr euch müde, schlapp oder ausgelaugt fühlt, solltet ihr so eine Knoblauch-Zitronenkur durchziehen. Das bringt absolut wieder neuen Schwung in eure Körper. Gerade in der Zeit, wenn jetzt der Herbst beginnt, also der November losgeht und eure Vorräte an Vitamin D in eurem Körper nicht mehr da sind, weil die Vorräte halten ja nur bis circa ja, 4 bis 6 Wochen, nachdem die Sonne nicht mehr da ist. Also die Sonne hat ja nur eine Wirkung mit Vitamin D, also euer Körper kann ja nur das Vitamin D aufnehmen, wenn die Sonne mindestens einen Stand von 45 Grad hat. Das könnt ihr so erkennen, wenn euer Schatten länger ist als euer Körper, dann ist die Sonne zu tief und ihr könnt kein Vitamin D mehr aufnehmen. Und euer Körper kann das Vitamin D auch nur 6 bis 8 Wochen speichern. Das heißt, ab so Mitte November habt ihr kein Vitamin D mehr im Körper. Und ihr werdet euch immer mehr schlapp fühlen in der Winterzeit. Und daher solltet ihr dann spätestens oder am besten noch vorher mit der Knoblauch-Zitronenkur beginnen, damit euer Körper wieder Kraft bekommt und wieder Abwehrkräfte auch hat. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir das einfach unten in den Kommentaren. Ich werde diese so schnell wie möglich versuchen zu beantworten. Eigentlich mache ich so etwas täglich. Wenn es mal nicht sein sollte, dann spätestens am nächsten Tag. So, ihr seht, unsere Mischung ist erstmal fertig. Schön Knoblauch, Chili, Ingwer und Zitrone. Übrigens nochmal zurückzukommen auf das Vitamin D. Das kann euer Körper wieder ab Ende April aufnehmen. Dann steht die Sonne wieder hoch genug, damit euer Körper Vitamin D aufnehmen kann. Also von Ende April bis Ende September ist das hier in unseren Breitengraden nur möglich. In anderen Breitengraden, umso südlicher man kommt oder sagen wir so, umso näher man dem Äquator kommt, umso anders ist das natürlich. Ne? Leute, die am Äquator wohnen, brauchen kein Vitamin D zu sich zu nehmen. Bei denen ist es alltäglich und die können das immer aufnehmen. Aber wir müssen unbedingt Vitamin D zu uns nehmen. So, jetzt geben wir dem ganzen Gemisch noch 1 Liter Wasser hinzu. Setzen es auf unseren Mixer und geben dem Ganzen den Power. Falls ihr übrigens keinen Mixer habt, habe ich ihn euch auch mal unten in die Artikelbeschreibung mit eingefügt. Könnt ihr euch mal genauer anschauen. Also ich bin sehr zufrieden mit ihm. So, und wie ihr seht, haben wir jetzt ein schönes Gebräu. Sozusagen der Knoblauch-Zitronentrink. Allerdings ist er noch nicht fertig. Jetzt müssen wir wieder zum Herd zurück. Denn wir brauchen einen Topf, in den wir das Ganze hineinschütten. Und es nun leicht erhitzen. Achtet darauf, es darf auf keinen Fall kochen, es darf nur leicht erhitzt werden. Am besten rührt ihr es immer ein wenig, sodass es euch nicht anfängt aufzukochen. Denn ansonsten macht ihr das komplette Getränk bzw. den Trink kaputt. Wenn ihr es dann heiß gemacht habt, solltet ihr es herausnehmen und über einem Sieb schön absieben. Indem ihr mit dem Sieb ein wenig wackelt, geht die Flüssigkeit hindurch und die Masse bleibt im Sieb enthalten. Die Restmasse müsst ihr aber nicht wegwerfen oder wegschütten, sondern die könnt ihr im Kühlschrank in einem verschlossenen Einwegglas aufheben und könnt eure Salate damit neuen Schwung verpassen. Diese Methode mit dem Sieb habe ich herausgefunden, dass es die beste ist, um die Flüssigkeit von der Masse zu trennen.
Alles andere ist zu aufwendig und dauert zu lange. Und ihr seht, die Flüssigkeit geht richtig gut aus der Masse heraus. Wenn ein bisschen von der Masse was mit in die Flüssigkeit reingelangt, ist dies nicht so schlimm. Wenn ihr natürlich ganz hart seid, könnt ihr natürlich, da müsst ihr das Ganze nicht sieben, dann könnt ihr die komplette Masse auch mittrinken. Das Wichtige ist ja, dass ihr jeden Morgen ein Glas vor dem Frühstück davon trinkt. Ihr könnt ja probieren, ob es euch mit der Masse schmeckt, aber es ist dann halt sehr brockig. Ne? Wenn es für euch kein Problem ist, die meisten lieben es aber gefiltert. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, wie ihr es lieber mögt, gefiltert, oder ob ihr es überhaupt schon kennt, ob ihr es überhaupt schon probiert habt, oder ob ihr es komplett mit der ganzen Masse zusammentrinkt. Gerade wenn ihr ein bisschen in einem Alter seid, was über die 50 geht oder an die 50 geht, solltet ihr langsam damit anfangen, so einen Trink zu nehmen oder beziehungsweise euch um eure Arterien zu kümmern, damit diese wieder offen sind. Denn wenn diese zu sind, wisst ihr ja, ist die Folge Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Dafür ist auch unbedingt das K2 wichtig, denn das K2 macht ja auch eure Arterien wieder frei. Was ich euch vorhin gesagt habe, welches ihr nehmen sollt in Verbindung mit Vitamin D3. Oder sagen wir so, was ich euch sehr empfehlen kann. So, und wir kommen auch schon dem Ende zu. Der Topf ist nun fast leer. Also ihr seht, diese Methode ist recht effektiv und geht auch recht schnell. Also ihr braucht ein Sieb, was ein wenig größer ist, damit ihr schön schwenken könnt. So, also wie gesagt, diese Restmasse könnt ihr nun in einem Einmachglas füllen und könnt euren Salat garnieren oder eure Soße oder euch auch Umschläge davon machen. Das ist unser Zitronen-Knoblauch-Trink, den wir verwenden wollen. Und ich nehme immer hier diese Smoothie-Gläser, die man im Supermarkt bekommt, und fülle den Saft in diese Gläser hinein und trinke davon jeden Morgen ein Schnapsglas. Stellt die Gläser unbedingt in den Kühlschrank, damit diese kühl und auch dunkel stehen. Jetzt ist es noch warm. Erst kurz abkühlen lassen, bevor ihr diese verschließt, und dann ab in den Kühlschrank damit. Und was ich euch noch sagen möchte ist, wenn ihr schwanger seid, solltet ihr auf keinen Fall diese Kur während der Stillzeit durchführen. Auch wenn ihr nach der Einnahme ein Unwohlsein spürt oder es euch nach ein paar Tagen schlecht geht, solltet ihr die Kur abbrechen. Wie gesagt, trinkt jeden Morgen ein Schnapsglas davon. Wenn euer Knoblauch-Zitronen-Trink leer ist, macht ihr eine Pause von circa 6 Wochen und dann wiederholt ihr das Ganze nochmal. Und ihr werdet sehen, danach werdet ihr euch wieder richtig top fühlen, denn euer Körper bekommt neuen Schwung und die Lebensgeister werden wieder neu erweckt. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, ob ihr so eine Kur schon mal gemacht habt. Wenn ihr diese gemacht habt, schreibt mir, wie ihr euch dabei gefühlt habt, wie es euch danach gegangen ist, ob es euch wirklich besser ging danach, ob sie euch geholfen hat und so weiter. Wenn ihr natürlich Fragen habt, schreibt mir das auch unten in den Kommentaren. Ansonsten lasst mir gerne ein Like da, wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat und gefallen hat. Abonniert auch gerne meinen kostenlosen Kanal, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Am besten aktiviert ihr dazu noch die Glocke. Bis bald!